Hallöchen, hier ist wieder euer Tag und ich begrüße euch wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir sind hier wieder bei den Simpsons gelandet und heute beschäftigen wir uns mit dem buddhistischen Tempel von Lisa. Die passende Folge blende ich dir ja auch einmal ein. Lisa ist ja zu dem buddhistischen Glauben übergewechselt. Da war Marge nicht so ganz einverstanden mit. Erfährst du alles auch in der Folge, wie das abgelaufen ist. Und heute bauen wir das Ganze. Das ist ein Mix aus der Folge der Simpsons wie aus Spiele-App. Ich werde hier dran auch noch ein bisschen was verändern. Das ist ja hier, du weißt ja immer nur der Vorbau, das Blockmaterial und alles wird sich jetzt verändern, so wie es bauen, weil hier habe ich alles aus Holz und Wolle gebaut, um es später hier wieder, ja, abbrennen zu lassen. Und das Original würde ich mal sagen, fangen wir jetzt an. Aber, falls du dich nicht interessieren solltest für den Aufbau dieses Tempels, kannst du gerne in der Videobeschreibung gucken, sobald das Video oben ist. Dann mache ich nochmal eine Tour durch den Tempel, wie er aussieht, wie in der Folge. Aber für alle, die Lust haben, den Aufbau jetzt mitzuerleben oder ihn selber zu bauen, da würde ich sagen, gehen wir jetzt hier an unsere Kiste ran und holen uns hier mal die erste Reihe raus. Für den Anfang holen wir uns einfach mal hellgrauen Beton raus, denn brauchen wir Quarzblöcke, davon nochmal die Stufen, dann holen wir uns steinzige Treppen raus, grobe Erde, dann ein bisschen Fichtenzaun, dann Eichenblätter und Fichtennadeln, aber da kannst du auch variieren mit den Blättern. Und dann holen wir uns noch, würde ich mal sagen, Rosen raus, so einen Strauch einfach mal. Ja, und wenn wir dann alles zusammen haben, legen wir einfach mal los. So, ich fange erstmal an, mir den Abstand von der Straße so ein bisschen zu machen. Ich habe jetzt hier meinen Bürgersteig und da gehe ich jetzt einfach mal hier ein bisschen auf die Wiese raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ich sage einfach mal, 8 Blöcke Platz lasse ich mir jetzt bis nach vorne. Und dann ziehe ich mir jetzt erstmal meinen Grundriss von dem Buddha-Tempel. So, erstmal eine gerade Reihe nach hinten weg, würde ich sagen. Einen Block haben wir schon, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, 25 Blöcke erstmal gerade nach hinten weg. Dann geht's zu den Seiten einmal. Da platzieren wir jetzt noch. Einfach ran hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 Blöcke müssen wir noch ransetzen. Insgesamt haben wir 34 Blöcke. Jetzt können wir die restlichen Seiten hier noch miteinander verbinden. Den Grundriss lassen wir noch nicht so. Wir müssen das Ganze auch ein bisschen in die Höhe ziehen. Da platzieren wir noch 2 weitere Schichten rauf. Der nächste Schritt wäre, das Ganze dann hier auch oben einmal zuzuziehen. Wir machen hier einfach eine komplette Schicht, unseren hellgrauen Beton, einfach hier die Fläche zuziehen. Haben wir denn die Fläche zugezogen, geht's jetzt ran, dass wir erstmal das Geländer an den Seiten bauen. Da schnappen wir uns einfach mal unsere Quarzblöcke und fliegen auch an eine Ecke einfach mal hin. Da platzieren wir jetzt einfach mal, würde ich so einen Pfosten machen von unserem Zaun, einfach mal mit 2 Quarzblöcken. Jetzt können wir einfach, würde ich mal sagen, hier erstmal vorne lang gehen, dass wir auch gleich die Treppe uns ziehen. Lassen jetzt einen Abstand von 3 Blöcken Platz und setzen hier noch so einen Pfosten hin. Das Ganze machen wir noch einmal. Wunderbar. So, wenn wir jetzt hier vorne angekommen sind, schnappen wir unseren hellgrauen Beton. Den platzieren wir jetzt, würde ich mal sagen, 3 Blöcke nach vorne weg und machen hier so wie so eine kleine Pyramide hier vorne einfach mal hin. Danach, würde ich mal sagen, bleiben wir noch bei den Quarzblöcken und platzieren ganz vorne einfach mal, würde ich sagen, ja, machen wir 3 Blöcke einfach mal hier hin. Auf der Mitte hier machen wir einfach nur 2 Blöcke hin und darauf platzieren wir dann eine Quarzstufe erstmal. So, wenn wir das Ganze haben, würde ich sagen, bleiben wir erstmal noch hier bei unseren Quarzblöcken. Und bevor wir jetzt hier die Treppe machen und uns hier quer mit abziehen, machen wir einfach mal das Geländer lieber hinten einmal rum. Jetzt lassen wir einfach immer jetzt hier von unseren Pfosten immer 3 Blöcke, so würde ich mal sagen, so einen kleinen Abstand. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Auf der Rückseite kann das nicht ganze, sag ich mal, perfekt ineinander passen, weil wir hier eine Zweiermitte haben vom Gebäude. Da gehen wir einfach von der anderen Seite dann auch erstmal so aus. Hier von der Ecke machen wir so einen Pfosten hin und lassen hier immer wieder 3 Blöcke Platz und ziehen uns das Ganze hier so hin. Und irgendwann sollten wir aufeinandertreffen und dann hier hinten solch ein Zweier haben. Das machen wir einfach und dann passt das. Ansonsten den Rest können wir hier eigentlich ganz normal weiterführen. So, jetzt sind wir natürlich auch hier wieder vorne angekommen, nehmen unseren Beton einfach mal zur Hand und machen hier auch vorne erstmal 3 Blöcke einfach gerade nach vorne und machen hier auch erstmal so eine kleine Treppe. So, Ganz vorne machen wir jetzt wieder 3 einfache Quarzblöcke. In der Mitte machen wir nochmal 2 und obendrauf eine Stufe. Jetzt können wir gleich auch die Stufen noch durchgehend verwenden. Wir machen jetzt hier einfach so noch die Streben von unserem Zaun hin. Die erste machen wir hier vorne einmal hin, denn hier hinter nochmal eine weitere. Die platzieren wir dann einfach hier auf dem Boden, würde ich mal sagen. Das machen wir einfach mal. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Einfach hier solche Streben ziehen. Hier oben müssen wir dann auf dem Boden das einmal machen. Und ansonsten verbinden wir das hier einfach miteinander, indem wir dann hier zwischen den Blöcken einfach hier so 2 Stufenstreben machen. Wenn wir denn unseren Zaun erstmal so gezogen haben, können wir jetzt unsere Steinziegeltreppen uns einmal schnappen und vorne jetzt die Treppenreihe setzen. Die ist jetzt relativ einfach. Wir achten einfach hier auf unseren grauen Beton und da platzieren wir dann einfach hier solch eine Treppenreihe. Insgesamt 3 Treppen, bis wir oben einmal angekommen sind. Jetzt schnappen wir uns einmal unsere grobe Erde und fliegen jetzt auf unserer Plattform einfach mal an den Seiten hin und achten jetzt hier an den Ecken, dass wir jeweils zur Seite immer 2 Betonreihen hier noch haben. Zack, und schlagen dann hier ein Loch ein. Das Ganze ziehen wir dann einmal bis nach hinten weg und achten hier auch nochmal drauf, dass wir an den Seiten jeweils 2 Schichten unseres Betons haben. Da können wir jetzt unsere grobe Erde einmal drin platzieren. Das gleiche Spiel machen wir dann synchron auf der anderen Seite. Was wir uns jetzt hier gezogen haben, sind unsere Beete. Darauf platzieren wir uns ein paar Büsche und ein paar Bäumchen. Ich würde sagen, die Bäumchen machen wir ganz vorne hin. Da machen wir den Stamm einfach mit Zaun. Und zwar das Ganze machen wir auf eine Höhe von 6 Zäunen insgesamt. Jetzt haben wir hier 3, 4, 5, 6 Zäune insgesamt hier für unseren Baumstamm. Da machen wir an den Seiten hier oben erstmal, würde ich mal sagen, uns hier so ein bisschen das Blätterwerk von unserem Baum. So, ich mache jetzt hier einfach so einen ganz normalen Klotz hier einfach mal oben hin. So, zack, 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 habe ich das überall. Ja, dann mache ich dann oben und unten einfach noch hier so ein kleines Plus oder ein Kreuzchen. So in etwa sehen dann die Bäumchen aus. Das Ganze macht man dann noch 4 Mal. Und immer wenn man, sag ich mal, zur anderen Seite fliegt, kann man gleich sich, ja, nehmen wir jetzt die Fichtennadeln, die noch ein paar Büsche hier lang ziehen. Bis hier hinten. Zack, lass an den Seiten nochmal so 2 grobe Erde Platz und hier ganz außen mache ich dann nochmal so ein Bäumchen hin. Das Spiel machen wir einmal hier und auf der anderen Seite. Haben wir denn erstmal unsere Bäumchen und Sträucher hier oben platziert, machen wir noch ein paar Sträucher an den Seiten einfach hin. Ich nehme jetzt einfach die Fichtennadeln, ich finde das irgendwie besser. Machen wir jetzt einfach hier, einfach mal beispielsweise hier erstmal so 2 Schichten so ein bisschen hin. Forme das Ganze denn hier so ein bisschen so natürlicher, einfach hier so, ne, macht man sich hier so ein paar Büsche hin, einfach so ein bisschen. Vielleicht schickst du dann hier auch noch ein bisschen wieder was weg, wie du halt möchtest. Wenn du das denn so in etwa hast, nimmst du einfach noch ein paar Rosenbüsche und tauscht dir einfach ein bisschen was aus. Kannst ja auch hier hinter einfach zack so ein bisschen machen, weil an den Seiten unseres Buddha-Tempels wachsen Rosenbüsche. Die kann man so vielleicht so ein bisschen halt darstellen. Man kann hier hinten vielleicht auch so ein bisschen was weghauen. Zack, und setzt ein paar Rosen hin. Man sieht sie auch so ein bisschen durch, ne? Kann man sich hier so ein bisschen verkleiden. Das Ganze machen wir an den Seiten einmal. Bis dann hier auf der gegenüberliegenden Seite. Haben wir denn an den Seiten einmal die Rosenbüsche uns platziert, geht's weiter, dass wir uns erstmal wieder ein neues Blockmaterial raussuchen. Um weiterzubauen, holen wir uns einmal roten Beton raus, dann auch gelben Beton, dann holen wir uns niederzige Treppen, davon nochmal die Stufen raus, dann holen wir uns Birkenschalter einfach mal, denn grünen Beton und gelbe Keramik brauchen wir, wie ich nehme jetzt einfach mal türkise Glasblöcke und davon natürlich auch passend dazu, denn die Glasscheiben, da kannst du dir wieder dein eigenes Lieblingsglas aussuchen. Wenn wir dann auch dieses Blockmaterial zusammen haben, geht's los, dass wir jetzt anfangen, den Tempel uns zu bauen. Zuerst nehmen wir natürlich unseren roten Beton und ziehen uns hier erstmal die ganzen Pfeiler hoch. Da fangen wir erstmal an den Seiten an. Ich würde mal sagen, wir gehen hier so ein bisschen von den Beeten aus, die wir uns hier gesetzt haben. Einfach mal, würde ich mal sagen, lassen wir zum Beet 2 Blöcke Abstand und würde mal sagen, hier beim zweiten, zack, fangen wir uns an, uns hier den ersten Pfeiler hinzusetzen. Ich setze erstmal so einen Block hin. Hier machen wir an sich ein Viereck hin von einer Fläche von 4 mal 4. Ziehen wir uns hier erstmal einfach hier so lang. So, dann würde ich sagen, machen wir das Spiel eigentlich auf jeder Seite. Wir achten einfach jetzt hier wieder beim B drauf. Einfach jetzt hier so 2 Blöcke Abstand lassen. 4 mal 4er. Ja, Viereck ziehen wir uns hier einfach mal hier so ein bisschen hin. Auf der Rückseite haben wir dann hier auch so einen 3er Abstand noch. So, das machen wir hier noch 2 Mal. Immer hier so ein bisschen gucken, 2 Blöcke Abstand, zack, machen wir uns hier auch wieder so ein Viereck hin. Und hier vorne müssen wir es auch nochmal machen. Hier einfach vom Beet so 2 Blöcke Abstand lassen. Und dann hier auch ein 4×4er Fältchen. So, jetzt können wir an sich hier die großen Dinger miteinander verbinden, außer auf der Vorderseite. Da machen wir noch ein bisschen was anderes. Einfach jetzt immer zur Seite lassen wir einen Block hier so überstehen und dann können wir einfach so eine Strebe hier miteinander verbinden. Das machen wir auch auf jeder Seite. Dann fliegen wir auf die Vorderseite hin. Hier machen wir noch ein paar andere Säulen hin. Einfach jetzt gehen wir jetzt hier von der Mitte so ein bisschen aus, lassen dann zur Seite weg 3 Blöcke Platz und setzen hier einfach so ein, ja, so ein Viereck einfach mal hier sind, so ein Pfeiler. Auf der anderen Seite auch nochmal. Einfach hier so ein 4er Fältchenkästchen setzen wir uns hier hin. Super. So, wenn wir das Ganze dann erstmal so haben, können wir das Ganze jetzt auch in die Höhe uns noch ein bisschen ziehen. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke rauf. Insgesamt sollten wir denn hier 8 Blöcke haben. Und das machen wir jetzt erstmal. Wenn wir das Ganze dann auf 8 Blöcke hochgezogen haben, geht es jetzt weiter auf der Vorderseite, dass wir unseren Eingang anfangen jetzt zu bauen. Dabei nehmen wir einfach mal unseren gelben Beton zur Hand und zwischen diesen 2 kleinen Pfeilern, die wir haben, setzen wir jetzt erstmal eine gelbe Betonschicht bis nach oben hin. Hier wird an sich dann noch später unsere Tür reingebaut. Da lassen wir dann unten, würde ich mal sagen, 3 Blöcke Platz. Dann lassen wir hier, würde ich mal sagen, eine Reihe wieder Platz und danach ziehen wir hier 3 Reihen komplett bis nach oben hin. Wunderbar. Die letzte Reihe hier, die machen wir einfach mal bis nach vorne hin, dass wir insgesamt hier 2 gelbe Betonschichten nach vorne haben. An den Seiten können wir hier eine gelbe Betonschicht eigentlich auch nochmal hier so einfach mal lang ziehen. Und wenn wir das haben, können wir jetzt hier auf der Rückseite eigentlich hier so 2 Betonschichten noch hier so lang platzieren. Dass wir, sage ich mal, denn hier die Decke 2 Betonschichten haben und dann hier so runter auch nochmal 2 Betonschichten. Danach schnappen wir uns einfach mal, würde ich mal sagen, Glasscheiben oder Glasblöcke, wie du halt möchtest. Die Glasblöcke platziere ich mir jedenfalls einmal hier schon da, wo später unsere Tür ist, einmal unten hin. Ansonsten hier oben mache ich dann Glasscheiben hin und an den Seiten bleibe ich dann auch einfach mit Glasscheiben. Aber da muss dann jeder selber gucken, was er halt besser findet. Ob du jetzt Glasscheiben nimmst oder Glasblöcke. Jetzt hier an der Seite kannst du dann auch einfach hier noch einfach mal roten Beton hinsetzen, dass sich das Ganze hier miteinander verbindet. Wenn wir denn den Eingang erstmal fertig haben, geht es jetzt weiter, dass wir das Gebäude an den Seiten einmal überstehen lassen. Dabei schnappen wir uns einmal unseren roten Beton und dann geht es erstmal an unseren dicken Pfeilern ran, dass wir das erstmal machen. Wir lassen hier einfach, gehen wir mal hier so eine Reihe hier runter und lassen das Ganze hier an den Seiten einmal überstehen. So, dann ziehen wir das an den Seiten hier einmal zu und auf der Vorderseite machen wir dann hier nochmal 3-mal gelben Beton rein. Zack. So, das ganze Spiel müssen wir noch hier insgesamt 3-mal machen. Also ja, einmal erstmal überstehen lassen. Zack, dann machen wir an der Seite hier zu und auf der Vorderseite machen wir dann hier einfach noch 3-mal gelben Beton rein. Haben wir das dann insgesamt 4-mal gemacht, geht es weiter, dass wir erstmal auf der Vorderseite ja ein bisschen was weiteres ranbauen und zwar einfach hier vorne dran. An unserer gelben Beschicht, die wir uns hier so ein bisschen noch hingezogen hatten, machen wir eine weitere rote Betonschicht einmal ran. Würde ich mal sagen, machen wir das erstmal auf allen Seiten so ein bisschen. Also immer jetzt hier dazwischen, hier oben bei der letzten Schicht machen wir hier eine weite Reihe einfach von rotem Beton. Auf der Rückseite machen wir es auch nochmal. Haben wir das uns einmal lang gezogen, geht es dann weiter, würde ich mal sagen, dass wir erstmal hier ein bisschen Massenarbeit machen, dass wir uns einfach die Netherziegel-Stufen einmal schnappen und auf der Vorderseite hier einfach unten und oben einfach mal eine Netherziegel-Stufenreihe uns hier platzieren. Die platzieren wir dann auch nochmal hier an den Seiten jeweils, immer oben. Haben wir uns das einmal lang gezogen, bin ich jetzt hier nochmal auf der Rückseite hingeflogen. Da kann man sich aussuchen, ob man auf der Rückseite gerne an der Seite auch nochmal sich die Netherziegel-Stufen hier einmal platzieren möchte. Muss man nicht, kann man machen, wenn man das gerne nicht ziehen möchte. Ansonsten platzieren wir jetzt auf der Vorderseite wie auf der Rückseite einfach noch hier einfach ein paar Bögenschalter einfach ran. Das machen wir aber nur auf der Vorder- und Rückseite. An den Seiten lassen wir das Ganze so, wie es hier ist. Wenn wir das dann erstmal haben, geht es weiter mit unserem gelben Beton. Jetzt fangen wir so langsam an, das Dach uns darauf zu setzen. Wir beginnen erstmal hier bei unseren dicken Pfeilern und setzen hier erstmal einen gelben Beton hinter unseren Stufenreihen einfach hin und lassen jetzt hier an den Seiten jeweils 2 Blöcke Platz und setzen hier wieder einen Block hin. So, immer jetzt hier 2 Blöcke Platz lassen und dann setzen wir uns hier solch einen gelben Betonblock hin. Zack. bis wir dann auf der anderen Seite angekommen sind. So, jetzt geht es einfach mal an den Seiten weg. Da müssen wir aber ein kleines anderes Spiel machen. Hier jetzt bei unseren dicken Pfeiler machen wir jetzt hier noch so einen 2er Abstand. Denn hier in der Mitte machen wir dann jeweils nur noch einen Block Abstand, damit das Ganze hier auch perfekt aufgeht. Und hier beim dicken Pfeiler machen wir auch wieder hier einfach 2 Blöcke Abstand. So, auf der Rückseite machen wir genau das gleiche Spiel wie auf der Vorderseite. Hier lassen wir dann immer 2 Blöcke Abstand. Zack, zack und zack. Und dann sind wir hier wieder bei unseren dicken Pfeiler. Machen wir auch nochmal jeweils 2 Blöcke Abstand. An den Seiten müssen wir dann hier jeweils immer nur 1 Block Abstand lassen, damit das hier ein bisschen passt. So, wunderbar. Sind wir hier wieder vorne angekommen. Jetzt können wir dazwischen einfach mal, würde ich mal sagen, grünen Beton setzen. Das Ganze machen wir dann zweimal. Können wir hier grünen Beton hinsetzen. Das können wir auch ruhig auf den gelben Beton setzen. Wenn wir das dann erstmal soweit haben, geht es wieder weiter mit unserem gelben Beton. Da fliegen wir einfach jetzt hier immer bei unserem gelben Beton hin und platzieren jetzt jeweils immer an den Seiten davon hier einmal einen weiteren gelben Beton. Außer jetzt hier an den Seiten, da lassen wir das Ganze hier grün, wo es ist. Und ansonsten hier können wir überall einen weiteren Block ransetzen. Haben wir das dann einmal so rumgezogen, geht es jetzt weiter immer noch mit unserer gelben Beton. Und wir beginnen an den Ecken jetzt jeweils hier von unseren Säulen, dass wir jetzt hier einfach oben drauf eine weite Reihe hier an den Seiten überstehen lassen. Hier einfach so langziehen. Das Ganze machen wir zweimal insgesamt. So, das machen wir dann synchron dann immer noch auf den anderen Seiten im Nachhinein nach. Also erstmal hier so eine Reihe langziehen und dann kann man schon gleich hier oben an der Ecke einfach 2 weitere Blöcke so überstehen lassen und dann schräg davon einfach so eine Ecke nach oben stehen lassen. Wenn wir das an den Ecken dann erstmal soweit haben, geht es jetzt an die Seiten. Hier platzieren wir jetzt einfach mal, zack, eine weitere gelbe Betonschicht genau hier auf der Höhe jetzt hier von unserem Beton, den wir jetzt hier hatten. Und dann machen wir noch eine zweite hin und dann auf der gleichen Höhe, wie wir jetzt diese Ecken haben. Zack, hier einfach mal lang gezogen. Das machen wir nochmal auf allen Seiten. Wenn wir das dann auch an den Seiten erstmal fertig haben, bleiben wir immer noch bei unserem gelben Beton und ziehen jetzt einfach mal auf der innenliegenden Seite noch eine weitere Reihe hin, dass wir insgesamt hier an den Seiten eine 2er Breite haben. Wenn wir dann hier innen drin eine Reihe lang gezogen haben, suchen wir jetzt an den Seiten einmal unsere Mitte. Die finden wir relativ schnell, indem wir einfach mal hier von innen drin gucken. Wir haben ja, sage ich mal, hier uns da so ein kleines Punktemuster gemacht. Hier haben wir auch schön die Mitte. Die platzieren wir einmal hier oben. Das können wir hier einmal bis zur anderen Seite rüberziehen, dass wir erstmal hier unsere Mitte haben. Dann verbinden wir uns einfach mal die Ecken einmal mit unserer Mitte. Da können wir einfach mal hier so schräg einfach uns hier was lang ziehen. Zack, und schlagen dann hier dieses Hilfsmittel einmal nochmal weg, dass wir hier schön wissen, wo hier an sich unsere Ecken sind. Das machen wir mal auf den anderen Seiten. Haben wir unser Hilfsmittel dann einmal hier innen drin gezogen, ziehen wir uns jetzt eine kleine Stütze für unser Dach hin. Eine habe ich schon mal mir ein bisschen vorgefertigt, damit ich das hier auch mal vor Augen habe, nicht, dass ich euch hier noch was Falsches sage. Also wir beginnen jetzt hier einfach mal an den Seiten, dass wir uns hier erstmal 2 Blöcke an sich drauf platzieren. Dann machen wir hier auch nochmal 4 insgesamt drauf, dass es hier einfach 2 übersteht. Danach lassen wir es dann hier nochmal eine weitere Höhe so machen, dass es einmal übersteht. Dann kommt die nächste Reihe, dass wir hier wieder zweimal es überstehen lassen. Dann kommen 2 Reihen, dass es jeweils immer noch ein übersteht. Zack, der erste, der einmal übersteht und dann der zweite, der auch nochmal einmal übersteht. Die letzte Strebe hier machen wir auf die gleiche Höhe, wie wir die vorige haben. So insgesamt machen wir jetzt noch die anderen 3. Also ich mache auch nur noch 2-mal, aber wir machen so einmal zusammen. So, den ersten machen wir einfach mal 2 Blöcke. Dann lassen wir ihn danach dann noch 2-mal überstehen. Dann einmal überstehen lassen. Dann wieder 2-mal überstehen lassen. So, dann wieder einmal überstehen lassen. Dann noch einmal überstehen lassen. Und der letzte wird auf der gleichen Höhe gebaut wie der vorige. Wenn wir uns das dann erstmal so weit hochgezogen haben, fliegen wir nochmal an den Seiten jeweils hin und lassen hier ganz vorne oder platzieren einfach nochmal einen weiteren Block einfach hin, dass es hier noch unten einmal so übersteht. Zack, wunderbar. Danach schnappen wir uns einmal bitte unsere gelbe Keramik und damit ziehen wir jetzt unser Dach. Wir beginnen einfach an den Seiten, dass wir uns hier eine Reihe so lang ziehen, denn danach machen wir immer hier so, sag ich mal, ups, zwei weitere Blöcke hin, sodass jeweils immer hier immer ein gelber Beton immer übersteht. Ups, den müssen wir nicht so, sondern so. Und das können wir uns dann hier immer zur Seite einmal langziehen, ne? Dass wir es dann hier immer so einen gelben Beton hier überstehen lassen haben. So, zack und zack. Damit füllen wir dann unser Dach einmal auf der Vorderseite aus, auf der Rückseite und natürlich das gleiche Spiel dann an den Seiten. Nimmt sich nicht viel, wir haben ja an sich den gleichen Aufbau, dass wir dann uns hier das Ganze einmal so langziehen. Wenn wir das Dach dann da drauf platziert haben, geht es nochmal oben an die Spitze ran. Da nehmen wir nochmal unseren gelben Beton einmal zur Hand. Erstmal würde ich sagen, machen wir hier das Dach einmal zu, einfach mit gelbem Beton, ziehen wir uns hier so eine Dreierfläche hin. Zack, einfach mal zuziehen. Super. So, an den Seiten hier lassen wir jetzt immer, würde ich mal sagen, noch einen Block in die Mitte einmal rüber wachsen. Denn obendrauf setzen wir dann hier so einen Zweier hin, der dann die Lücke hier einmal ausfüllt. Und dann setzen wir einfach mal hier an den Ecken, ups, so eine kleine Fummelei, so drei Blöcke einfach so hin, dass die immer einzeln so drüber stehen. Aber trotzdem sieht das aus, ob sie richtig miteinander verbunden sind. Und ganz schräg oben machen wir nochmal einen weiteren Block hin. So, dieses Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite. Einfach hier zusammen. Also erstmal lassen wir hier in der Mitte hier zwei Blöcke noch hier so einmal nach innen wachsen. Dann setzen wir hier so ein Zweier rauf. Lassen dann hier an sich drei einzelne Blöcke hier noch überstehen. So insgesamt und ganz oben nochmal einen Block, der dann so schräg davon ist. So, und das ist unser Buddha-Tempel. So sollte er aussehen. Jetzt machen wir noch ein paar kleine Feinheiten noch ran, zum Beispiel die Tür und so fehlt noch. Da müssen wir ja noch einmal hier kurz an unserer Kiste rangehen und hier sind noch 4 Sachen drin, die wir noch brauchen. Die mobs ich mir einfach mal raus. So, wir holen uns noch, ganz einfach, nochmal kurz den Quarzblock wieder, denn die Stufe, die hatten wir ja, ne? Die holen wir uns nochmal wieder, denn für die Tür denke ich mal eine Birkentür, die passt relativ gut dazu. Und dann holen wir uns noch ein Schild raus. So, erstmal setzen wir natürlich die Tür rein. Ich denke mir die hier vorne beim Eingang, zack, setze ich mir die einfach mal rein. Kannst auch gerne eine andere Tür nehmen, halt welche die ja zum Gebäude am besten passt. Danach machen wir noch vor unserem Buddha-Tempel noch so ein kleines Eingangsschild. Da steht dann Springfields Buddha-Tempel drauf. Da nehme ich mir einfach mal Quarzblöcke. Ich finde irgendwie das gleiche wie der Zaun ist, dann passt das Ganze. Und ich würde mal sagen, das mache ich mir so schräg einfach hier vorne einmal hin. Insgesamt so lassen wir hier an der Seite so 3 Blöcke Platz und setzen wir dann hier so eine 5er-Reihe hin. Das kannst du natürlich auch gerne woanders hinstellen, das Schild da, wo es dir am besten gefällt. Ganz oben drauf mache ich noch eine Stufenschicht hin und das ist so ein bisschen das Schild. Ja, da schreiben wir dann noch Springfields Buddha-Tempel rauf. Ich werde mir das hier gleich ein bisschen, ja, raufschreiben noch. So, ich habe eigentlich einfach mal entschieden, das ganz normal hier raufzuschreiben auf Schildern. Ich wollte das erst mal auseinander splitten, aber das sah wieder ein bisschen bescheiden aus, sage ich mal. Einfach nur hier Springfield Buddhist Temple einfach raufschreiben, damit jeder weiß, was das hier ist. Man kann sich vielleicht das Schild noch ein bisschen anders gestalten. Muss mal gucken, vielleicht verändere ich mir das auch noch. Man muss ja nicht immer 1 zu 1 manchmal nehmen, wie es da steht, ne? Manchmal sieht das halt auch ein bisschen doof aus. Naja, mal gucken. Ja, jedenfalls in der Videobeschreibung findest du denn, wenn er hochgeladen ist, den zweiten Teil, wo wir dann, sag ich mal, die Inneneinrichtung uns begutachten, wie das so aussieht, ne? Wie in der Folge. Aber ansonsten steht er jetzt hier. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt da vorne Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, dann war es das Ganze wieder. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Hoppla, ich habe noch was vergessen. Ich hänge das einfach mal hier am Ende ran. Ich hoffe, das stört euch nicht so. Denn in der ganzen Aufregung habe ich vergessen, mit euch den Netherziegel oder die Netherziegel-Treppe zu verballern. Die machen wir noch einmal schnell. Und zwar einfach hier vorne beim Eingang, bei den Säulen, müssen wir einfach mal, würde ich mal sagen, jetzt hier bei der ersten Betonschicht, die jetzt hier anfängt, setzen wir bei den Säulen hier einfach eine Treppenschicht hin, die sich immer jeweils hier so aneckt, damit die Säulen hier auch ein bisschen, ne, hier das Ganze ein bisschen besser festhalten, ne? Also hier ist so kleine optische Verschönerung noch, die setzen wir einfach mal ran. Ich hoffe, das stört nicht. Ach Schatz, machst du das etwa wegen eines Jungen in der Schule, der dich nicht mag? Aber nein. Gut. Ich sag das auch nur, weil jeder Junge, der dich nicht mag, deine Zeit nicht wert ist. Oh my Pammy ho, oh my Pammy ho, oh my Pammy ho. Heute Abend wird aber mal wieder gebadet.